Hallo Leute und Freunde der Natur. Ja, ich habe mir überlegt, wir machen heute einen Birnenpunsch. Ist ganz einfach, ihr werdet es gleich sehen und geht auch relativ schnell. Also man kann ihn schnell genießen, gerade jetzt für die kommenden harten Wintertage. Mal gucken, ob sie so hart werden. Aber ja, vielleicht habt ihr ja dann auch Bock, den mal nachzumachen. Für unseren Punsch benötigen wir Birnensaft, eine Birne, eine Bierzitrone, Vanilleschote, Rum, Nelken, Sternanis und Kardamom. So, als erstes kommt jetzt hier in unseren Supi-Supi-Topf der Birnensaft. Ja, kommt drauf an, immer wie viele Leute man einlädt. Gut, im Moment niemanden, aber für dich alleine oder für eine weitere Person noch, würde ich 400 Milliliter empfehlen. So, wir schälen jetzt von der Bio-Orange vorsichtig die Haut ab. Wirklich nur die Haut, ohne viel von dem Weißen zu nehmen. Kommt dann nämlich als erstes in unseren Punsch. So sieht das Ganze aus. Das kommt jetzt gleich in unseren Punsch. Dann halbieren wir die Zitrone und pressen eine Hälfte der Zitrone aus. Dann kommt der Zitronensaft auch in unseren Punsch. So, und dann, ja, ganz wichtig auch nicht zu vergessen, die Vanilleschote. Ja, die werden wir jetzt einmal wieder teilen. So, unsere Vanilleschote, die habe ich jetzt auch geteilt. Und dann werden wir schön das Mark da rausholen und das auch mit in unseren Punsch reinschmeißen. So, die Kardamom-Samen, die zerdrücken wir ein bisschen, damit sie ein bisschen Aroma entfalten in unserem Punsch. Und dann kommen die auch mit in den Topf. So, so sieht das Ganze jetzt schon gar nicht so schlecht aus. Birnensaft, Zitronenschale, Zitronensaft, Kardamomkapseln. Oder Samen besser gesagt, Vanilleschote. Dann haben wir da noch ein paar Nelken rein. Und auch noch zwei Zimtsterne. Und das Ganze kochen wir jetzt auf. Und dann ist das auch schon fast fertig. So, wer süß mag, kann auch noch ein bisschen Honig dazu geben. So, aus der Birne schneiden wir es jetzt noch ein bisschen Deko für unseren Punsch. Dann nehmen wir einfach so eine schöne Scheibe hier. So sieht das Ganze dann aus. Kommt dann schon mal in unser Punschglas. Und ja, da kommt jetzt auch unser Punsch rein. Und dann werdet ihr gleich sehen, wie der aussieht. So, mein Punsch ist jetzt im Glas gelandet. Da kommt jetzt noch 2 cl Rum mit dazu. Oder man kann natürlich auch gerne mehr nehmen, wenn man möchte. Mein Strohhalm. Und noch die ausgehöhlte Vanilleschote als Deko. So Leute, mein Punsch ist jetzt fertig. Ich werde den jetzt genießen. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ja, vielleicht habt ihr ein paar Ideen, was ich als nächstes kochen soll oder ausprobieren soll. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal was von euch hören lässt. Und ja, ansonsten kennt ihr das Spiel. Liken, kommentieren und wir sehen uns beim nächsten Mal.